nachdem heute ein etwas stressiger Tag ist mit einem Beratungsgespräch nach dem anderen, habe ich mir gedacht, ich sage mal ganz kurz oder möchte mal ganz kurz zusammenfassen, was man sich von so einem Beratungsgespräch eigentlich erwarten kann oder warum ich glaube, dass es notwendig ist. All diese Eingriffe sind ja doch meistens nicht dringlich, es steckt ein gewisser Leidensdruck dahinter, aber ich denke, gerade da ist es notwendig, dass man gut Bescheid weiß, wie läuft sowas ab, was kann man sich erwarten, werden meine Wünsche auch wirklich erfüllt, läuft das alles so ab, wie ich mir das vorstelle oder wie ich mir das aus dem Internet angelesen habe. Ja, und ich denke halt, dazu braucht es schon so mindestens eine halbe Stunde, dass man rein den medizinischen Teil erklärt, dass quasi der Patient sagen kann, was er sich erhofft, ja, dass ich dann eben auch erklären kann, ob das jetzt möglich ist in der Form oder nicht. Und natürlich gehören dann auch dazu alle möglichen Risiken oder auch die Komplikationen, muss man kurz besprechen, und natürlich die Nachbehandlung. Und bei uns in der Ordination haben wir das jetzt also so begonnen, dass meine Kollegin dann sich danach noch Zeit nimmt, um für weitere Fragen zur Verfügung zu stehen und vor allem auch das ganze Organisatorische erklärt. Das heißt, Kosten, etwaige Kassen, also Kostenübernahmen durch die Krankenkassen, die Kliniken, wo man das macht und ja auch Kompressionskleidung etc. Ja, und so versuchen wir halt irgendwie für jeden eine gut passende Erstberatung und Information zu bieten.